gekommen bei der Mitternachtseinlage am Rotkreuz Alp 2014. Die Mitternachtseinlage ist immer ein besonderes Highlight auf unserem Ball. Heute ist sie nicht nur besonders, sondern besonders besonders. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, was machen unsere engagierten Mitarbeiter eigentlich, wenn gerade keine Ausfahrt ist? Was tun die da eigentlich? Wir sind im Rotkreuzhaus, meistens. Bestellen Sie vielleicht eine Pizza, essen die, fernsehen, plaudern, was man halt so tut, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist. Aber vor einigen Jahren haben sich ein paar besonders Engagierte zusammengetan, haben geprobt, geübt, Zeit investiert, Nerven gebastelt. Ja, und der Erfolg machte sie bis über die Grenzen Österreichs hinweg bekannt. Sie waren unterwegs auf der ganzen Welt. Auf allen 5 Kontinenten waren sie vertreten. In London, New York, Tokio, Rom. Und heute? Heute sind sie bei uns. Das erste Mal in Österreich und dann hier bei uns in Groß-Weikersdorf, im Gasthaus Andreas Möller. Wer hätte das gedacht? Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die besondere Ehre, euch die unglaublichen, besonderen, die Schwerkraft verneinenden Rotkreuz-Tenöre vorzustellen. Unsere Stadt, sie hat 1000 Laternen, Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber dich gibt's nur einmal für mich. Es gibt 1000 Lippen, die küssen und Bäche,
Also ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Dann noch ein Applaus bitte. Und einfach so wollen wir es jetzt auch nicht entlassen, die Tenöre, wenn sie schon mal da sind. Sie tanzen jetzt mit uns noch das angeblich sehr berühmte Fliegerlied.